Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 an die Uni. Wir haben heute den Startbildschirm mit der kleinen Jenny, die das letzte Mal zum Kind gealtert ist. Und ihr seht den Hintergrund, der ist schon ein bisschen anders, weil ich habe umgebaut und ihr seht das gleich im Speedbild. Das habe ich diesmal vorher aufgenommen, bevor ich das Intro mache. Und jetzt seht ihr, wie ich teilweise hier arbeite. Er hat sich hier einfach hingelegt und schläft jetzt und schnurrt und ich kann so aber nicht die ganze Zeit hier sitzen. Das heißt, ich muss ihn leider gleich wecken, weil das enorm auf den Rücken geht und er wiegt einfach 8 Kilo, norwegischer Waldkater. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß bei dem Speedbuild. Das geht um die 10 Minuten, nicht länger. Und dann hoffen wir, dass Kalias Baby heute zur Welt kommt. Und ich würde sagen, bis gleich. Thank you.
Willkommen zurück, da sind wir wieder. Ich hoffe, euch hat das Speedbild soweit gefallen. Und euch hat gefallen, was ich hier jetzt aus dem Haus bisher so rausgeholt habe. Das war teilweise gar nicht so einfach. Also hier mit dem Flur bin ich irgendwie komplett überfragt. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen wollen. Ich glaube, ich hatte in den Kommentaren mal stehen, dass ich irgendwie so ein Hamster oder so gewünscht wird. Jetzt ist es eine Ratte geworden. Okay, habe ich nicht drauf geachtet. Jetzt haben sie eine Ratte. Warum auch nicht? Die sind ja bei einigen Leuten sehr beliebt als Haustiere tatsächlich auch. Ich habe das Kinderzimmer schon mal fertig gemacht, weil ich dachte, ja, ich habe nicht viel gedacht. Also, bevor das Kind zur Welt kommt, ist es vielleicht ganz nett, ein Kinderzimmer schon zu haben. Hier unten hat sich nichts getan, außer dass Kalia jetzt hier unten quasi ihr Reich hat. Ich bin gespannt, wie das bei euch ankommt. Deswegen schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich kann ja noch diverse Sachen anpassen. Das ist ja nichts in Stein gemeißelt und ich glaube, eine Einheit werden wir noch brauchen. Vor allem hier, um den Garten zu machen, weil ich will hier auch noch eine Schaukel hinstellen und so. Dass es einfach alles so ein bisschen kinderfreundlicher ist. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt endlich mal ins Spiel und spielen auch. Und dafür muss ich die Wände erstmal runter machen. Hallo Henry, der hier gerade durch die Gegend latscht. Du hast Hunger? Hier willst du nicht erstmal schlafen? Es ist mitten in der Nacht. Geh doch erstmal schlafen. Hugo ist gestorben, alles klar, kann ich mitleben. Und du... Okay, das war ein Glitch. Ja, du könntest mal ein Schlückchen trinken. Kalia, hier bitte. Geht hier runter zocken, das ist unglaublich. Wann bekommst du dein Baby? Eigentlich schade, dass das Tenny kein Bild hat von ihrem Vater. Deswegen, ich weiß nicht, wollen wir das Bild hier aufhängen? Dass der Kleine dann seinen Vater auch sieht. Es ist halt schon schade, dass Jenny ihren Vater nie richtig kennengelernt hat. Und Maxim, was meint ihr? Wollen wir es aufhängen für den Kleinen oder nicht? Ich bin mir unsicher. Und du starrst hier die ganze Zeit wild durch die Gegend und Bilder an. Hier, du kannst das hier mal wegpacken. Ja, du kannst aufwischen. Das ist eine gute Idee. Und ich bin gerade irgendwie paranoid. Ich muss immer wieder kontrollieren, ob... ich auch wirklich aufnehme oder nicht, aber ja, ich nehme auf. Ich nehme auf. Ja, mein Kater habe ich jetzt vertrieben. Er sitzt jetzt hier neben mir auf dem Stuhl wieder. Das ist irgendwie so sein festes Plätzchen. Möchtest du eventuell Klavier lernen? Ich meine, du bist unsterblich, du kannst Fähigkeiten lernen, so viel du willst. Im Ernst jetzt? Jetzt haben wir Rabatttag. Jetzt, wo ich alles gekauft habe. Oh, die Wehen haben eingesetzt, die Wehen haben eingesetzt. Und ich würde sagen, weil wir ja auch mit Jenny im Krankenhaus waren, werden wir auch mit dir ins Krankenhaus gehen und vor und schlichten. Nee, Kalia. Kalia, willst du ins Krankenhaus fahren? Baby im Krankenhaus bekommen. Mitmachen. Und, ja, wen nehmen wir mit? Ich würde sagen, wir nehmen wir dir die Mama mit, oder? Ich hätte ja gerne Maxim mitgenommen, aber... Nee, ich glaube, wir nehmen die Mama mit. Ja, es tut mir leid. Jetzt sieht er auch... Nee, jetzt müsstet ihr noch den alten Stammbaum sehen. Ich habe den neuen schon angefangen. Ich muss noch die Screenshots machen dafür, für Maxim und den Kleinen. Wobei, der kriegt wahrscheinlich nur wieder den Wiegeneigen rein. Und dann seht ihr gleich schon den neuen Stammbaum, wenn alles geklappt hat. Hallo Mama. Hallo Mama. Warum hauen die nach... wenn man die zur Geburt mitnimmt, immer ab. Ich wollte sie eigentlich gerade knuddeln. Tanny muss in einer Stunde zur Schule. Ja, ich weiß. Nee. Meldest du dich hier bitte an? David! Hi! Freundlich vorstellen. Hallo, den habe ich erstellt. Schon vor einiger Zeit. Kannst du dich anmelden? Nee, wir wollten jetzt eigentlich das Baby bekommen. Geht das? Guck mal, hier warten auch schon Leute. Warte, bist du... George, Tatsache, Krankenpfleger. Ich dachte, du bist der Arzt. Wer holt denn jetzt das Baby? Oh mein Gott, warum? Warum? Warum sieht sie wieder so aus? So sieht sie schon seit gefühlt Jahren nicht mehr aus. So ist sie als Teenager rumgelaufen, aber nicht als... Erwachsene. Ich finde das super seltsam. Aber sie kriegt jetzt scheinbar ihr Baby.
sie wieder umzuziehen, wird leider nichts bringen, weil das habe ich das letzte Mal bei Tennys Geburt schon versucht. Und dann steht die wieder auf, selbst wenn sie mitten in der Geburt ist, steht sie wieder auf und kleidet sich wieder so. Jetzt sieht das aus, als seist du eine Teenie-Mama. Weil du wieder so rumläufst wie damals. Da warst du 16. Jetzt bist du, keine Ahnung, 26. Oh mein Gott. Und warum Cruella Meshram? Die ist doch mit Keanu in die Uni gegangen. Oh, das Baby kommt! Das Baby kommt! Hallo? 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 Alles gut da? Karia? Hallo? Da ist es! Da ist es! Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Kalle hat soeben einen Jungen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du ihn nennen? Und die meisten waren tatsächlich mit meinem Namen einverstanden. Und zwar mit dir. Weil. Wie der Rabe oder die Krähe, ich weiß nicht genau. Aus Maleficent. Und ich fand den Namen schon so toll, als ich damals im Kino war und hatte damals schon zu Hubert gesagt, dass ich einen Sim mal so benennen möchte. Und ich dachte, ein Kind von einem Vampir und einem Magier ist doch die perfekte Vorlage für diesen Namen. Ich hoffe jetzt, ich habe ihn noch richtig geschrieben. Und es ist jetzt Dierwal Riley. Und es ist zum Glück bei einem Baby auch geblieben. Hallo! Du bist auch ein Vampir? Hallo! Schaukeln, hi, liebkosen. Hallo. Hallo. Oh. Oh. Er hat jetzt schon keinen Bock mehr auf seine Mutter. Wenn du so jubelst, kann ich das verstehen. Aufgekratzt. Oh, die Emotion kenne ich noch gar nicht. Ein Leben begrüßen. Kalia wird sich immer an die Geburt von ihrem Kind erinnern. Oh mein Gott. Und ausgesetzt, weil du krank warst? Warum? Okay, warum auch immer wir jetzt sofort wieder zurückkatapultiert werden. Aber ist okay. Ich hoffe, der kleine Diawal liegt dann auch in seinem Bettchen. Und das hat alles so geklappt. Tanny ist alleine in die Schule gegangen. Sie ist einfach so gut. Jedes andere Kind hätte wahrscheinlich da gesessen, so, Mama ist echt da, die merkt gar nicht, dass ich in die Schule muss und merkt nicht, dass ich nicht hingehe. Und Tanny geht einfach. Hatte sie ihre Hausaufgaben eigentlich nicht gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nämlich nicht. Die war? Ich glaube, das L ist nämlich stumm beim Aussprechen. Die war? Wo ist unser Baby? Der war? Ach, da in der Wand ist er. Das korrigieren wir mal eben. Das korrigieren wir mal ganz, ganz schnell. So, gucke mal, da bist du doch, kleiner Mann. Da bist du doch. Und der ist so süß. Er ist so süß. Komm, raus aus dem Keller. Ich glaube, der kleine Mann hat Hunger. Ich liebe ihn, er ist da. Er ist da. Hat er grüne Augen oder liegt das am Skin? Ich bin so gespannt, wie er aussieht, wenn er älter wird. Also ich bin ja super neugierig. Am liebsten würde ich ihn jetzt sofort altern lassen und gucken, was er ist. Ich denke mal ein Vampir. Kann aber auch sein, dass er ein normales oder ein Magier ist oder so. Ich weiß es halt nicht. Und was für eine Haarfarbe, was für eine Augenfarbe. Und ich bin einfach super gespannt. Aber er ist gerade erst geboren. Wir können ihn leider noch nicht altern lassen. Oh, ich finde ihn so toll. Ich bin richtig, richtig verliebt. Ich meine, es ist zwar doof, dass Kalia eine alleinerziehende Mama ist. Aber wir sagen mal, sie ist noch eine alleinerziehende Mama. Vielleicht kommt es ja noch. Und sie hätten ja noch ein Community-Projekt geplant.
Okay, ich habe gerade in der Galerie geguckt. Und zwar denke ich mal, wir starten. Hallo Kira. Nein, wir sind Anwälte. Wir haben extra den Abschluss dafür gemacht in der Uni. So, ich denke mir nämlich, wir starten heute das Community-Projekt für Kalia. Ihr könnt wieder Sims erstellen und hochladen unter dem Hashtag Kalias Partner. Und da könnt ihr Männer erstellen, Frauen erstellen, weil Kalia ist bisexuell. Das heißt, sie steht sowohl auf Männer als auch auf Frauen. Und mal gucken, ob sie dem männlichen Geschlecht nochmal eine Chance geben möchte oder ob sie sagt, so, nee, sie möchte jetzt eine Beziehung mit einer Frau. Und mal gucken, wie sich das alles noch mit Maxim entwickelt. Aber ich denke mal, es wird jetzt Zeit für das Community-Projekt. Und alle Regeln, wie genau ihr mitmachen könnt, schreibe ich auch nochmal in die Videobeschreibung. Das heißt, ihr dürft zum Beispiel kein CC benutzen, weil sonst sind die bei mir halt einfach nackt. Oder wie es bei Megan damals der Fall war, sonst ändert sich die Augenfarbe einfach von blau zu braun. Deswegen, ich muss dran denken, dass ich die Farbe nochmal wieder rückgängig mache, dass Megan wieder blaue Augen hat, wie es eigentlich vorgesehen war. Und bei mir hat sie einfach braune Augen, weil sie damals mit CC und hochgeladen wurde. Und dann bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Kreation. Ich werde das nicht so machen wie damals bei Keanu. Ich werde nicht mehr alle platzieren. Das geht mittlerweile leider einfach nicht mehr. Dafür sind das zu viele. Und es hat bei Keanu einfach auch so, so lange gedauert. Und einige waren halt davon schon genervt bzw. gelangweilt. Deswegen, ich werde 4 Sims platzieren. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ob ich sage, ja, ich gucke, welche mir am besten gefallen. Oder wie ich das bei Cem gemacht habe. Ich schaue, wer die meisten Favoriten bekommen hat, diese Herzen. Man kann ja in der Galerie auf Favorisieren gehen. Und da kann man nicht schummeln. Bei Downloads kann man nämlich schummeln. Deswegen möchte ich nicht nach Downloads gehen, sondern nach Herzen wahrscheinlich. Deswegen geht in die Galerie, stimmt dann für euren Lieblingssim ab. Und dann haben wir dann hoffentlich bald Kalias Partner bzw. Partnerin. Und erstmal die Glotze anmachen. Kaum zu fassen, dass das Tenny ist. Och, und Luna. Oh. Oh, wir können die aber fotografieren. Komm mal her, bitte. So, bist du jetzt da, dann kannst du jetzt ein... Oh nein, jetzt hat er eine Stinkewindel. Dann mach mal schmutzige Windel und dann kannst du ein Foto machen. In der Hoffnung, dass wir ihn gut drauf kriegen. Also so schön ist das Bild jetzt nicht. Geh mal bitte dahin und dann versuch das nochmal. Ich hoffe, dass wir jetzt ein schönes Bild von ihm hinkriegen. Oh ja, das ist süß. Das ist süß. Haben wir so ein kleines. So. Machen wir ein paar Fotos von... von dem kleinen Diaba. So, und das packen wir natürlich unten direkt rein. Oh, schön! Oh, schön! Dann haben wir jetzt Tenny als Säugling und den Diaba. Oh, vielleicht auch nochmal ein Haustier für Kalia machen und Tenny. Vielleicht wieder eine Katze? Guck mal. Hast du dein Baby hier? Rahmen hinzufügen. Weiß. Oh, schön. Ich meine, sie ist sowieso nie hier unten. Wäre der Laptop nicht hier. Aber sie hat magische Ohren, sie hat vampirische Ohren, sie hört das Kind durch das ganze Grundstück schreien. Deswegen ist es egal, wo sie ist. Sie braucht kein Babyphone. Kira! Hallo! Wohnungsschlüssel geben. Okay, doch, was? Hä? Hallo? Tag war schön an. Okay, und dann kann sie einfach noch ein bisschen üben. Und Tenny müsste jetzt auch eigentlich langsam mal wieder nach Hause kommen. Keto! So viele Leute sind gerade hier. Über neueste Spiele reden. Eine lustige Geschichte erzählen. Die Verantwortung von Tenebrae reicht nicht für den Erwerb... Verantwortlich? Warum nicht? Emotionale Kontrolle und Verantwortung.
Weil du deine Hausaufgaben wahrscheinlich nicht gemacht hast, ne? Dann mach mal bitte deine Hausaufgaben. Ich weiß, du brauchst Spaß. Guck mal, dann kannst du mit der Mama hier gleich noch dein Schulprojekt machen. Du hast doch oben deinen Schreibtisch, das musst du nicht in der Küche machen. Na gut, Henny macht jetzt ihre Hausaufgaben. Ihr könnt jetzt in der Infocard dafür abstimmen, ob wir nächste Woche, also am Dienstag geht es ja hier weiter, noch eine Folge hier bei Kalia, Tenny und dem kleinen Diawa spielen wollen. Oder ob wir dann weiter zu Keto und Kalani wieder wechseln. Weil ich glaube, Samu und Ilja haben auch bald wieder Geburtstag. Und es wollten ja einige wissen, warum Murako nicht so gut auf den kleinen Nael zu sprechen ist. Nee, das ist Brett. Ich dachte gerade schon, das ist Nael. Aber Nael hat eher eine gräulichere Gesichtsfärbung. Okay, tschüss, Kira. Dich schicke ich einfach jetzt nochmal Hausaufgaben helfen. Wolltest du das gerade eh machen? Das wäre nämlich schön. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.